Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Outlast the Whistleblower. Ich bin der Lord Langster und wünsche euch viel Spaß in der neuen Folge. Hier in der Turnhalle haben wir ja aufgehört. Hier hängen ganz schön viele Leute ab. Obwohl die wahrscheinlich nicht mehr mitlachen hier. Sehen alle ziemlich tot aus. Erstaunlich viele Frauen, aber wahrscheinlich sind das alles Männerkörper, die zur Frau gemacht wurden, wenn wir das ja richtig mitbekommen haben, ne? Können wir uns hier nochmal die Brüste genauer anschauen, aber wahrscheinlich sind die wirklich nur so angenäht oder der hat irgendwas unter die Brusthaut gelegen. Ah, wir wollen es gar nicht wissen, oder? Wir gehen jetzt lieber weiter. Wir wollen es gar nicht wissen. Ja, im letzten Part sind wir aus dem zweiten Stock aus dem Fenster gesprungen, haben uns am Bein verletzt und seitdem humpeln wir hier auch echt fies rum. Das ist gar nicht so nett, weil wir ziemlich langsam sind dadurch. Ein dunkler Gang, bleibt dunkel. Da war ich so froh, dass wir den Kannibalen überstanden haben. Jetzt haben wir hier den nächsten Psycho hinter uns. Das gibt's doch gar nicht. Da könnte eine Batterie liegen. Könnte aber auch nur. Schnell hier hinten noch gucken. Ganz schnell. Den Raum kennen wir doch schon. Der ist ja genauso angeordnet wie da mal am Anfang, wo ich von dem Kannibalen verfolgt wurde. Naja, ein bisschen anders sieht er, glaube ich, schon aus. Scheint weg zu sein, wa? Wahrscheinlich steht er jetzt hier irgendwo ums Eck. Jetzt gucken wir nochmal hier links, oder? Wenn wir schon hier sind. Der jetzt, der kranke Typ, sieht fast aus wie ein Klassenzimmer hier, oder? So viele Schreibtische. Gab es hier drin eine Schule? Nee, nicht. Guck mal, das sind doch so, wie nennt man das denn, so Pulte halt, ne? Wo man sich halt hinsetzen kann, Mitschriften führen kann. Tatsächlich ein Klassenraum. Hier ist eine Tafel. Also gab es hier drin auch irgendwann mal Unterricht. Ist hier auch kein Dokument oder so. Nur eine Batterie. So ein großer Raum. Ist ja voll die Verschwendung. Gehen wir ganz schnell wieder raus.
Die war doch fast offen, die Tür. Ah, schon wieder Schatten von hinten. Na, ihr wisst, was das bedeutet, oder? Und jetzt? Und jetzt? Renn, 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 renn. Oh, schieb doch. Wo war denn jetzt die Tür, wo ich den Schlüssel brauchte, ey? Renn, renn, renn doch! Du musst schneller sein, Mann! Du musst doch viel schneller sein! Ach, komm schon, Mann! Komm schon, komm schon, komm schon! So. Er taucht doch jetzt bestimmt gleich nochmal auf. Ich sehe hier keinen Schrank oder so. Ah, hier war das doch, oder? Ist das nicht die Tür, wo ich den Schlüssel brauche? Nee. Ah, hier vorne war's. Hier war's. Okay, dann kommen wir jetzt also in den Mail Ward, in den blauen Bereich. Ja, aber keine Ahnung, wo wir da reinkommen. Das ist ja so komisch hier. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier landen. Oder da. Oder da. Wir wissen es einfach nicht. Oh, nee. Ach komm. One more. Ach komm! Aua! Oh, jetzt hängt er mich auch auf. Shit, oh shit. Heavier than you look. If this is you on the honeymoon, hate to imagine. Muss ich was machen? Oh Scheiße, Mann, ich sterbe. Ich sterbe. Hold still. God damn it, what are you? Oh, verdammte. Was ist denn jetzt hier los? We could have been beautiful. Oh, Gott sei Dank sind wir dich los, ey, du Schweinehund. Verdammtes Schwein. Weg hier. So langsam sind wir echt am Arsch. Bein kaputt. Wurden gewürgt, geknebelt, entschränkt. Muss ja mal Schluss sein hier.
wenn ich den Schlüssel hätte, würde ich jetzt wieder abschließen. Oh, so lange Gänge hasse ich auch immer. Wenigstens haben wir wieder Licht. Licht ist schön. Geladen. Warum brennt denn das da jetzt so krass? Ah ja, stimmt, da ist doch einiges verbrannt. Ich erinnere mich. Die Kirche war ja voll kaputt. Das Haus Gottes brennt. Wenn das mal kein schlechtes Omen ist. Ganz schön laut gerade die Musik. Ich gebe mir Mühe, wieder lauter zu sprechen. Oh, jetzt ist der Typ weg. Ich wollte doch gucken. Das sah so aus, als hält er so eine Waffe vor sich. Kann das sein, dass hier irgendwie Militärpolizei oder so langsam da ist? Der Doktor. Sind wir jetzt langsam parallel zur Story vom Hauptspiel? Warum ist denn der Doktor tot? Und die Kirche hat ja auch eigentlich erst gebrannt als... Also im laufenden Fortschritt des Spiels, ne? Der dürfte doch noch gar nicht tot sein. Es könnte sein, dass sich die Zeit gerade überschneidet, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das nochmal mitbekommen habt. Mir da auf die Sprünge helfen. Tatsächlich, es wird geschossen. Habe ich richtig gesehen. Oh, jetzt haben wir nicht nur Verrückte hinter uns. Jetzt haben wir auch noch bewaffnetes Personal hinter uns. So, die werden uns ja garantiert abknallen. Die sollen bestimmt auf alles schießen, was sich bewegt hier. Ist doch garantiert allerhöchste Quarantänezone hier gerade. Scheiße. Oh nein, ich habe eine Tür gehört. Da war doch gerade eine Tür, habt ihr doch auch gehört, oder nicht? Ach, lesen wir erstmal. Hoffnungslos. Von Helen Granat. Nee, Granat. Helen Granat. An Gruppe 8416 Berghoff Corporation.lu. Betreff Rudolf Wernickes Ausstieg. Sehr geehrte Herren,
Der Grundstein wurde gelegt, um einen ereignislosen Austritt von Rudolf Wernicke aus den tragenden und finanziellen System von Mount Massive zu gewährleisten. Sein fortgeschrittenes Alter sollte allen möglichen Verdächtigungen unter den Vertragsarbeiten und den Angestellten entgegenwirken, welche ihn netterweise mit dem Spitznamen der Gruftwächter belegt haben. Und juristisch gesehen starb er vor Jahren. Soweit ich verstanden habe, wurde die Verlegung der Patienten 14306-8 und 14279-1 und 14868-1 bereits geplant. Wir alle sind schrecklich aufgeregt über das offensichtliche Profitpotenzial des neuen Projektes. Meine Wissenschaftler haben Wernicke's Unterlagen durchforstet und fanden keinen Hinweis auf die drei luziden Träumer. Ich denke, es ist eine sichere Annahme, dass Wernicke durch den teilweisen Erfolg mit seinen Patienten Billy Hope und seiner eigenen Gebrechlichkeit so sehr abgelenkt war, dass er zu blind war, um die tatsächliche Entdeckung zu erfassen und zu realisieren. Selbst eine minimale Ausbeutung dieser Ressource ist kaum zu unterschätzen. Ich hoffe nur, dass die neuen Anlagen gründlich genug abgeschirmt sind, um Frauen zuzulassen, so dass ich zukünftige Resultate mit meinen eigenen Augen sehen kann. Respektvoll, Helen Granate, Murkoff, Abteilung für juristische Schadensbegrenzung. Ja, so wie es aussieht, haben wir also eine Anwältin. Ja, das würde ja auch bedeuten, dass die Story so langsam voranschreitet. Die Kirche ist ziemlich am Ende abgebrannt und wahrscheinlich ist der andere Hauptprotagonist 12 Stunden später. Wir haben 12 Stunden vorhin verweilt bei dem Bräutigam. Ah, jetzt bräuchte ich mal eine Timeline. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jetzt mal mindestens auf der gleichen Stelle auf der Zeitlinie sind wie bei Outlast 1. Ne? Wahrscheinlich ist der andere Protagonist jetzt gerade unten im Labor. Wenn wir hier noch oben rumgurken. Gehen wir mal davon aus, dass es jetzt die MP, also Marine Police sind, Militärpolice. Die scheinen ja auch ganz schön Probleme haben hier, alles zu sichern. Jetzt ist es aber wieder ganz schön ruhig hier. War das sogar der Dr. Wernicke? Oh, jetzt bin ich wieder so schlecht informiert. Das ist ja mal schöne Musik gerade, oder? Oh, die ist so ein bisschen Balsam für meine Seele gerade. Das ist schön.
geil. Jetzt geht die Story quasi weiter, ne? Wir haben als Prequel angefangen. Jetzt entwickelt sich das zu einem Sequel. Finde ich gut. Ey, überall ist das so dunkel hier, Mann. Langer Gang. Wollen wir einen Feuerlöscher mitnehmen? Murphy hätte damit jetzt zugehauen. Ja, was will man auch ausrichten mit Schusswaffen, oder? Gegen so einen Wallrider keine Chance. Ist die Tür hier. Wahnsinn. Und da ist wirklich kein Reinkommen. Das sieht so aus wie der Anfang hier gerade vom Hauptspiel, ne? Das ist nicht der gleiche Pausenraum wie aus dem Hauptspiel. Da waren die Möbel ein bisschen anders angeordnet. Aber ich glaube, hier gewinnt auch Weiß, oder? Ich glaube, Weiß gewinnt immer. Zieht's ganz schön. Wie haben die denn so schnell die Türen so versiegelt? Das gibt's doch gar nicht. Immer diese leeren Räume, die mir überhaupt nichts bringen. So eine Sauerei. Was? Drei blinde Träumer. Transferautorisation für Patienten 14.306.8, 14.279.1, 14.868.1 von Murkoff Psychiatric Systems Mount Massive nach Murkoff ARD Zeichnereinrichtung. Was heißt denn ARD? Das habe ich bei Euro Truck Simulator auch. ARD ist doch da Gefahrenguttransport und sowas, ne? Keine Ahnung, was ARD jetzt heißt. Wenn man jetzt mal vom deutschen Fernsehsender absieht, ne? Zeichner Einrichtung. Warnung Level Triple Schwarz. Sicherheitsprotokoll inklusive chemischer Fixierung, physischer Fixierung und separater adaptiver Überdruckkammern sind für die gesamte Dauer des Transfers zu nutzen. Chemische Stimulierungen für alles Personal innerhalb von 500 Meter zu den Patienten ist nachdrücklich empfohlen. Kommunikationsversuche sollten als Halluzinationen angesehen und ignoriert werden. Gesichtsentstellungen sollten nicht als Zeichen von Verlust der Wahrnehmungsschärfe angesehen werden. Sie sind physisch blind, aber nicht unsehend. Anmerkung: Sicherheitsfreigabe für Projekt Wallrider ist nicht gültig für Informationen über die Patienten. Und eine neue Sicherheitsfreigabe wird ausgeschrieben und ein dementsprechendes Protokoll eingereicht werden. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo es da hingeht. Es kann ja eigentlich nur unten im Labor wieder sein, aber
Aber das sind ja schon Träumer, die waren doch schon unten im Labor. Wo gehen die, wo geht's denn da jetzt hin? Wo haben sie die denn hingebracht? Siehste, man hätte mal auf die Zeit jetzt aufpassen können, ne? Die Uhr läuft sogar. Jetzt haben wir es also 20 vor 9. Oh, mal Hände waschen hier, ne? Tja, da sind wir also. Hier hat alles begonnen. Ich verstehe nicht, wie die so schnell die Türen versiegeln konnten. Ja. Gehen wir mal davon aus, dass 12 Stunden vergangen sind, oder? Spielerisch erklärt werden, dass ich hier nicht überall durchkomme. Aber das sind halt so extrem aufwendige Versiegelungen. Das ist ja echt keine Sache von 2 Minuten, da so ein Ding dran zu machen. Von hier bin ich jetzt gekommen, ne? Jetzt könnten wir hier nochmal gucken. Ist alles versiegelt hier. Keine Chance durchzukommen. Keine Chance. Hier ist auch versiegelt. Und auch hier ist versiegelt. Ja, ja, die ganzen Lüftungsschächte hier. Das ist, glaube ich, der erste Lüftungsschacht, aus dem man wieder rauskommt, wo man das erste Mal den Dicken dann erspäht, ne? Ach, das ist... Irgendwie mag ich das. Er ist zwar immer so ein bisschen Backtracking, aber wenn es halt sinnvoll in die Geschichte eingepflochten ist, gefällt mir das an bereits bereisten Orten nochmal aufzutauchen, weil das halt so ein Gefühl gibt. Ne? So, ah, hier war ich doch schon mal. Das kenne ich doch. Das ist ja fast wie zu Hause. Da steht der Rollstuhl vom ersten Schocker im Spiel. Der erste Jumpscare. Der dunkle Keller. Ist wahrscheinlich auch zu. Ja. War, glaube ich, im Hauptspiel schon irgendwann zu, ne? Da hinten ist der Sicherheitsraum. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr hin. Park. How the fuck are you still alive? Let's make a deal. You help me, I'll help you. Hey, wo ist denn der? God, I'm stuck like a pig. Ach, da. Ich soll dir helfen. Du kannst mal am Arsch lecken, glaube ich. Jeremy Blair. Jeremy Blair, der Vorgesetzte meines Vorgesetzten. Ein Mann, der mich hätte häuten, mit Salz bedecken und vergewaltigen lassen, wenn es eine Beförderung und ein paar Martinis bedeutet hätte. Verletzt. Sterbend, wenn er nicht schon tot ist. Ich bemühe mich, ihn zu bemitleiden. Tue ich wirklich.
Aber nie im Leben lasse ich mich von ihm davon abhalten, von diesem gottverlassenen Ort zu flüchten. Ich komme nach Hause, Lisa. Also ich bin da jetzt nicht ganz so zuversichtlich. Sieht zwar so aus, als kommen wir da jetzt locker raus und als hätten wir es jetzt geschafft. Als würde das Spiel dort enden, wo es begann. Es ist jetzt aber ein bisschen heller hier drin, ne? Ich glaube, im Hauptspiel war es dunkler. Vogel zwitschern, es wird Tag. Ist es 9 Uhr morgens gewesen oder was? Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Wir werden garantiert jetzt irgendwie gekascht, ne? Von der Militärpolizei oder so. Und dann werden wir bestimmt ins nächste, in dieses ADR-Ding gesteckt. ARD, ADR. Wie auch immer. Help me up. Fick dich, Mann. Eigentlich sollte ich dir so lange in die Fresse treten, bis du kurz vor der Bewusstlosigkeit bist. Und dann kurz aufhören und dann weitermachen. Aber zu finden scheint es hier nichts mehr zu geben. Was? Ach komm! Was bist denn du für ein Hurensohn, Alter? Naja, aber jetzt kann man durchaus mal sagen, jetzt hat es den Richtigen erwischt, oder? Frei! Ich bin frei! Jetzt holen wir uns hier gleich mal ein paar Waffen, oder? Der Typ aber echt schnell reagiert, oder? Dem wir da die E-Mail geschrieben haben. Lol. Könnten wir jetzt hier einsteigen, wo das Hauptspiel losgeht? Das Fenster ist, glaube ich, nicht mehr offen, ne? Doch. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier machen müssen. Ich laufe hier den Hof nochmal ab, bevor wir weitergehen, oder? Ich bin ja eher... Was ist denn hier los? Ah, ist ein Scheinwerfer. Okay. Ich glaube nicht, dass wir da wieder rein sollen, oder? Ich meine, wir wollen ja abhauen. Was wollen wir denn da drin noch? Wir haben noch niemanden, den wir retten müssen oder so. Schöne Waffe! Soll es denn da hinten noch geben? Soll ich da jetzt nochmal reingehen oder ist das wieder nur Bummelei?
Was würdet ihr jetzt sagen? Ja, auch wenn es umsonst ist, sollte man schon mal rein. Da steht unser Jeep, also der Protagonist vom Hauptspiel. Ich bin aber jetzt echt gespannt, wie das jetzt weitergeht. Also das finde ich ja cool. Ich dachte, das ist nur ein Prequel. Echt gut. Aber wir gehen da jetzt nochmal gucken. Wahrscheinlich haben sie das nur gemacht, damit es irgendwie schlüssig ist, ne? Also das Tor könnte jetzt nicht zu sein, wenn es im Hauptspiel offen ist. Das wäre ja Quatsch. Und hier kommen wir eh nicht rein. Das war mir sowas von klar. Wahrscheinlich kann ich auch gar nicht mehr hochklettern, weil ich so verletzt bin, oder? Komm gar nicht mehr hoch. Da liegt die Leiter. Naja, dann gehen wir nochmal Füße waschen, oder? In the forest wäre jetzt das gesamte Blut vom Körper abgewaschen. Dann gucken wir uns nochmal den Jeep jetzt schnell an. Oh, ist natürlich tragisch, oder? Jetzt haben wir eine E-Mail rausgeschickt, irgendjemand hat sie gelesen. Den haben wir ja quasi hierher gelotst. So wie es aussieht, also man weiß es ja nicht so genau, aber man... Also ich glaube ja, der Hauptprotagonist aus dem Hauptspiel ist ja erschossen worden, oder? Kann natürlich auch sein, dass wir der neue Wallrider sind, dass er uns deswegen geholfen hat. Aber können wir uns dessen sicher sein? Wollen wir einem Wallrider vertrauen? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Gott, das ist ja für Outlast-Verhältnisse extrem friedlich hier alles gerade. Ja, ist jetzt wirklich Schluss oder was? Wollen wir das jetzt noch anfangen? Zeit habe ich ja noch. You press that button, there's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Wir dürfen nicht egoistisch sein, wir müssen Enter drücken. Das ist wirklich das Ende. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Könnte es bedeuten, wir spielen das nächste Mal die Frau? Nee, oder? Also
Ich hätte jetzt gedacht, wenn wir da rausgehen, werden wir irgendwie nochmal überwältigt von den Cops oder von den Bullen und wir kommen in eine andere Anstalt oder so. Also in diese andere ARD, ADR, keine Ahnung. War jetzt ein ziemlich softes Ende, muss ich sagen. Aber ein verdammt gutes Spiel, also steht dem Hauptspiel um nichts nach, ist wahrscheinlich wirklich sogar ein Tick besser sogar. Schade, dass es ein bisschen kürzer ist. Ich finde, der Ausklang war jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, es war schon schön, diese Oh- und Aha-Momente, und im Grunde hat jetzt alles dort aufgehört, wo es angefangen hat, aber ich dachte, wir erfahren da jetzt noch mehr über das Schicksal vom Helden aus dem Hauptspiel und diese Wall Rider, die ja jetzt immer noch eine riesige Bedrohung sind. Die scheinen ja jetzt an der Oberfläche zu sein. Da sind ja noch so viele Sachen ungeklärt jetzt. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das Spiel jetzt wirklich aufhört. Ich dachte, das verarscht mich nur. Ja, Gott sei Dank bin ich ins Auto gestiegen und habe nicht gesagt, das gucken wir uns dann im nächsten Part an. Das wäre ja doof geworden. Sagen, ich bin fast schon ein bisschen enttäuscht jetzt vom Ende. Also es ist ein gutes Spiel und es hat mir alles Spaß gemacht, aber es wurde gar nichts erklärt. Überhaupt nichts. Was ist denn jetzt aus dem Helden vom Hauptspiel geworden? Ist er jetzt tot? Ist er jetzt der Wall Rider? Was ist denn mit dem Wall Rider? Ist das eine schlimme Bedrohung oder sind das irgendwie vielleicht sogar gutartige Wesen, die nur das Böse jetzt töten und zerfleischen? Wahrscheinlich eher nicht, aber es könnte ja alles sein. Was ist denn hier los? Könnt ihr mir ja schreiben, wie ihr jetzt ein Ende weiter interpretieren würdet. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die sich hier einfach die Karten offen lassen für ein weiteres Sequel, ne? Und ja, was soll man sagen? Ansonsten eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Hat mir grafisch sehr gut gefallen. Ist jetzt nicht das allerhöchste Niveau, aber es war auf jeden Fall eine stimmige und sehr, sehr geile und gute Grafik. Es war teilweise extrem blutig. Also man merkt, dass die Spielindustrie da immer weniger Bedenken hat, Gewalt in Spielen darzustellen. Also gerade der, ja, wir nehmen an, das war ein Männerkörper, der zum Frauenkörper umgeändert wurde. Er hat einen Männerkopf in den Bauch gepflanzt bekommen, der da so halb rausguckte, und hat eine Mumu geschnitten bekommen. Also die Gewaltdarstellung ist schon drastisch und sehr, sehr krass. Muss ich irgendwie aufpassen. Also das ist ja echt hart, dass man sowas auf YouTube einfach hochladen kann, wenn man das mal so überlegt, ne? Dass da auch Minderjährige drankommen. Ja, Soundkulisse ist natürlich hervorragend wieder in dem Spiel. Spielen da sehr, sehr viel mit irgendwelchen Geräuschen im Hintergrund. Das hat mir sehr gut gefallen. Man ist ständig auf 180, man ist ständig gebannt. Man kann sich auch nie sicher sein, dass diese Geräusche im Hintergrund bleiben. Denn wir hatten das ja doch auch jetzt ein paar Mal, dass man dann Geräusche hörte und auf einmal stand halt einer hinter dir. Oder auf einmal kriegst du auf einmal einen Schlag auf den Hinterkopf oder wirst halt auf einmal abgestochen und so, ne? Also das ist eigentlich ganz gut gemacht. Das hat mir sehr, sehr gut wieder gefallen. Die Spielmechaniken ist ein bisschen besser wie im Hauptspiel. Es waren mehr Versteckmöglichkeiten da, die man aber eigentlich so gut wie gar nicht benutzen musste. Aber es hat einem immer dieses Gefühl gegeben, jetzt überall kann hier was kommen und ich muss mir den Schrank jetzt merken, dass ich mich da verstecken kann, ne? Also es hat halt eine gewisse Spannung aufgebaut. War sehr, sehr gut. Auch die Gegner waren schon geil. Der Kannibal am Anfang, die Twins haben wir wieder gesehen, auch wenn die leider einen sehr kurzen Auftritt hatten.
Auch der Dicke, der Tank, sage ich jetzt mal, war auch wieder mit dabei. Den kannten wir ja auch schon aus dem Hauptspiel. Und der Bräutigam, der war ja, also der war ja nochmal richtig cool am Ende. Der war ja richtig Psycho. Ja, lagen wir da schon auf seinem OP-Tisch und wir waren kurz davor, eine Frau zu werden, aber leider hat uns dann, wer hat uns da geholfen? War das ein Wallrider oder war das, nee, es war ein anderer Gefangener, ne? Ja, auf jeden Fall haben sie das nochmal sinnig erweitert, schöne kranke Charaktere nochmal erschaffen, vor denen man durchaus Angst haben kann. Hat mir gut gefallen wieder. Was mir sehr, sehr gut gefällt an dem Spiel, das kann man ruhig mal ansprechen, das Gefühl der Ego-Perspektive. Also mir fällt da jetzt kein Spiel ein, außer vielleicht Mirror's Edge, was dieses Gefühl genauso oder sogar besser überträgt. Gut, bei Battlefield ist es mittlerweile auch richtig gut eigentlich. Also einfach, du guckst an dir runter, du hast einen Körper und dieser Körper bewegt sich auch nachvollziehbar. Ne? Man gleitet halt nicht über den Boden, man interagiert mit den Händen an Wänden, wenn du um eine Ecke lunst oder gegen eine Wand läufst. Also das Körpergefühl in diesem Spiel ist wirklich sehr, sehr gut und das will ich bitte, bitte öfter haben in Ego-Shootern. Ich verstehe nicht, warum man heutzutage immer noch mit fliegenden Kameras über den Boden gleitet, anstatt wirklich mal einen Körper dran zu machen. Es ist ein Ego-Shooter, man steckt in der Ego-Perspektive, man steckt im Körper des Protagonisten drin und dann möchte ich diesen Körper auch irgendwie wahrnehmen können. Ne? Also das macht das Spiel sehr, sehr gut. Das hätte ich bitte gerne in allen anderen neuen Ego-Shootern auch mit drin. Was kann man denn noch sagen? Ja, ich halte es mittlerweile, Hauptspiel plus DLC, zu einem der besten Jumpscare-Spiele, die es so gibt auf dem Markt. Eigentlich das Beste. Ich würde es sogar über Amnesia ansiedeln. Auch Amnesia mag ich sehr und ich schätze Amnesia auch sehr. Das geht natürlich viel, viel ruhiger ab da. Aber Amnesia hat einfach einen ganz anderen Stil. So, ne? Also Outlast ist da einfach ein Tick besser, weil die Grafik einfach viel mehr zeigt, viel besser ist, viel schicker ist und man ist auch näher an diesen Momenten dran, jetzt sterbe ich gleich, ne? Man interagiert dann doch mal mehr mit Gegnern, das fehlte ja in Amnesia so ein bisschen, also wirklich ein verdammt gutes Spiel, Outlast, nicht schlecht, hätte ich sehr, sehr gerne mehr davon, aber gut, ja, das war's dann jetzt von mir. Schreibt mir doch eure Gedanken zu dem Spiel auf oder zu dem Let's Play, Kommentare, Tipps oder was auch immer, wie auch immer. Ne? Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, da geht's leider schon wieder vorbei, mein nächstes Projekt. Mal gucken, was wir jetzt starten. Irgendein Action-Spiel oder ein Silent Hill-Spiel. Müssen wir mal gucken. Vielleicht klatsche ich auch mal so ein, zwei Parts Indie-Spiel wieder mit rein. Hab mir da auch jetzt ein paar wieder geholt im Summer Sale. Lasst euch überraschen oder schreibt mir auch dort Vorschläge, was ihr gerne sehen wollen würdet. Ne? Ansonsten, wie immer, wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Und in diesem Sinne, schaltet rein zu einem neuen nächsten Projekt von mir, dem Längster. Jetzt klappt meine Abschlussformel wieder nicht, hört sich kacke an, nur muss ich nochmal einen Satz dazwischen packen. Schaut also auch in meine bereits vorhandenen 1200 Videos auf meinem Kanal. Ne? Ja, so, nun ist aber gut, macht's gut, bye bye, euer Längster.